Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video über den QN95B. Und diesmal wollen wir die kompletten Farbeinstellungen durchnehmen. Wie ich sie eingestellt habe, ich werde auch ein bisschen was dazu sagen, wie es eigentlich richtig wäre, laut Aussagen von meiner Frau, meiner Tochter. Ich zeige euch aber meine persönlichen Einstellungen. SDR, HDR, Game-Einstellungen, also PlayStation 5 normal, PS5, PS4 halt, also PS4 Pro normale Einstellungen und einmal mit HDR-Einstellungen. Und auch, da müsst ihr auch ein bisschen vorher was im Menü einstellen, das zeige ich euch alles. Ist alles überhaupt kein Hexenwerk, kinderleicht. Über ein bisschen Feedback würde ich mich von euch freuen, wie euch die Einstellungen gefallen haben, beziehungsweise wie ihr sie hier eingestellt habt. Und ja, dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Ihr müsst beachten, ihr braucht 4 verschiedene Bildquellen. Ja, jetzt sind wir hier gerade auf der Skybox. Ich habe hier Sat1 drin. Leider kann ich euch mit dem i, mit dem Info, nur das Menü zeigen. Normalerweise würde auch oben so eine Info-Dingsbums runterploppen. Und dann würdet ihr da sehen, dass das ein SDR-Bild ist. Aber ihr seht, da unten steht ja Sat1, ja, ohne HDR, nur ganz normal Sat1. Manche Teil falsche Taste gedrückt. So. Und dann gehen wir einmal hoch zu Einstellungen. Ich bin jetzt auf der Software 15.4 oder so. 15.03. Infos zum TV, die könnt ihr dann auch hier sehen. Ich habe die 65 Zoll QN95B, bin auf der Software 1503.8. So, und warum braucht ihr verschiedene, wo ist das denn? Hier oben. Verschiedene Einstellungen für die Experteneinstellung, für Schärfe und so, weil es gibt keine Einstellung, wo alles gleich gut aussieht. Und man kann das entweder alles einstellen pro einzelne Quelle, pro HDMI, kann die ganzen Einstellungen separat überall anpassen, oder man sagt, alle Quellen, also wir stellen jetzt das SD-Bild als erstes ein, da kommen wir gleich dazu. Und wenn wir das denn eingestellt haben, können wir sagen, alle Quellen. Das heißt, alle Quellen, die ein SDR-Bild haben, dann diese Einstellungen. Außer im Gaming-Modus, kommen wir später noch dazu. Egal, ob ihr eine App, HDMI 1, 2, 3, 4, egal welchen HDMI oder eine App öffnet, es werden immer die gleichen Einstellungen für SDR sein. Also für kein HD-Bild. So. Da ist als erstes wichtig, bei den Grundeinstellungen, bevor wir überhaupt zu den Einstellungen kommen, der intelligente Modus, der muss aus sein. Der ist kontraproduktiv. Ihr könnt versuchen, den anzuschalten. Oder nicht nur versuchen, ihr könnt noch anschalten, euch das Bild angucken, ob es für euch gefällt. Mir persönlich hat es am Anfang eigentlich ganz gut gefallen. Aber jetzt mit den Einstellungen, die ich gemacht habe, gefällt es mir sogar besser. Ja. So, wir gehen hier auf den Bildmodus. Hier muss der Filmmaker-Modus. Der ist für alle Modi gleich, außer für Gaming-Modus. Film, Standard, dynamisch, sieht da schon die Unterschiede. Also Filmmaker-Modus ist ein bisschen heller, weil ich es ja eingestellt habe. Und ja, der ist eigentlich der optimale Modus für Filme und Serien. So, dann haben wir hier die Bildgröße-Einstellung, 16:9 Standard. Ihr könnt auch hier das Bild anpassen. Da müsst ihr jetzt mal hier vorne unten auf das Logo gucken oder oben auf das Sat1 Logo. Hier unten sieht man es aber am besten, weil es schön groß ist. Wenn wir da so machen, also auf Aus, dann kommt es ein bisschen rangezoomt. Auf Ein geht es ein bisschen raus. Ja, da geht natürlich dann ein bisschen was verloren vom Rand.
Ja, also würde ich auf einlassen, dass man, ja, dass es halt, dass hier die Ränder und so, dass da nichts verloren geht. So, dann die Experteneinstellungen. Ich habe mir auch extra, ich werde auch alle Einstellungen unten, ich hoffe, die passen alle in die Videobeschreibung. Wenn nicht, muss ich gucken beim Bearbeiten, vielleicht, dass ich es am Rand schreibe oder so. Ich muss mal gucken, wie ich es am besten mache. Oder ich mache euch eine Textdatei, die ihr dann runterladen könnt. Lad die irgendwo auf eine Cloud oder irgendwo runter. Oder dass ihr die euch angucken könnt. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. So, also. Wir haben hier den Bildmodus, Filmmaker-Modus. Intelligenter Modus ist aus. Helligkeit habe ich 30. Die optimale Einstellung laut Tochter und Frau wäre 8. 8 ist auch weniger Rauschen im Gesicht zu sehen. Was habe ich? Ich hatte 30. Aber mir fällt es persönlich mit. Es ist zwar ein bisschen pixelig, wenn man nah dran ist, aber mir persönlich gefällt es etwas heller. Mit 30 oder gut 20 würde auch noch gehen. Gefällt es mir persönlich ein bisschen besser. Aber das müsst ihr dann für euch selber entscheiden. Kontrast habe ich auf 32. Schärfe habe ich auf 0. Farbe habe ich auch wieder etwas mehr. Da könnt ihr gerne runtergehen. Die meisten haben immer so um die 20 oder so. Das wäre das. Ich mag es aber eher ein bisschen knackiger von den Farben her. Deswegen habe ich hier Farbe 35. Ist aber nur mein persönliches Empfinden. Farbton grün-rot habe ich nichts verändert. Das bleibt so. Na. Ich habe mir nämlich hier auch eine kleine Textdatei gemacht, also ein Foto gemacht, habe alles aufgeschrieben und habe mir so ein paar Stichpunkte noch gemacht. Wie gesagt, an alle Quellen, dass alle Quellen, die ein SDR-Signal ausgeben, so diese Einstellung dann haben. Egal welche App oder welcher HDMI-Anschluss oder USB-Anschluss. Bildschärfeeinstellungen habe ich Benutzer definiert. Da habe ich ein bisschen rumexperimentiert, habe ich jetzt hier ausgemacht. Wenn er Benutzer definiert macht, 10 und 8 habe ich da drinne und die beiden Sachen aus. Ja, aber momentan habe ich es aus. Und bin damit eigentlich auch sehr zufrieden. So, lokales Dimming habe ich hoch. Kontrastverbesserung habe ich aus. Das ist nicht so gut. Jetzt seht ihr nur, dass es etwas heller wird. Aber bei einigen Sachen verschwimmen die Konturen dann so ein bisschen und es sieht dann halt nicht so schön aus. Wenn es euch gefällt, ihr könnt gerne auf niedrig, gering oder hoch mal gerne testen. Aber ich habe damit jetzt nicht so tolle Erfahrungen gemacht. So, Filmmodus kann man nicht auswählen. Der ist hier halt, funktioniert nicht. Der ist halt da, aber ist ausgegraut. Farbton ist ganz wichtig. Das ist weiß, warm, meine ich, Entschuldigung. Warm 2. Warm 1 ist auch okay, aber hier bei Warm 2 ist ein bisschen Gelbstich mehr drin, sieht ein bisschen natürlicher aus und gefällt mir persönlich besser. So. So, dann haben wir den Weißabgleich. Da habe ich jetzt nichts eingestellt. Das ist nur, wenn du ein Gerät zum Kalibrieren hast. Habe ich nicht, kann ich nicht sein, kann ich nicht sagen. Ich habe mal ein bisschen rumexperimentiert. Aber hier bei 20 Punkten hier musst du hier pro Prozent einstellen. Also 5, 10, 15, 20 und so weiter. Beim SD habe ich ein bisschen Unterschiede gesehen, aber beim HDR, da ist egal, was ich da einstelle, da hat gar nichts passiert. So, Gamma, da können wir auch 2,2 nehmen, 1, also BT.1886 ist aber die ideale Einstellung. Und dann haben wir hier nochmal BT.1886, da auf 0, bei Schattendurchzeichnung auf 2, Farbraum habe ich auf
automatisch. Ja, da würde auch nur zu viel Veränderung geben, damit es dann anders aussieht. Intelligente Kalibrierung, das ist halt mit der App. Ja, die habe ich nicht. Also ich habe kein Samsung-Telefon, funktioniert nur mit Samsung-Telefon. Und Bild zurücksetzen ist Bild zurücksetzen. So, das sind diese Einstellungen. Die sind dann auch wirklich, könnt ihr auch zur Sicherheit dann nochmal raufgehen, alle Quellen bestätigen. Und dann sind die auch bei allen Quellen eigentlich so eingestellt. So, dann gehen wir auf Fire TV. So, mal Pause machen. Hier habe ich jetzt ein Ultra HD HDR-Bild. Das ist wichtig, dass ihr jetzt ein anderes Bild auf dem Fernseher habt. Weil ihr könnt die jeweiligen Bildeinstellungen, wie ich es am Anfang hier schon gesagt, nur einstellen, wenn auch so ein Bild am Fernseher ausgegeben wird. Ja, also wie gesagt, jetzt haben wir ein Ultra HD HDR-Bild und damit stellen wir jetzt das ein. Steht auch hier unten Ultra HD HDR. Es geht auch normal 1080p HDR oder wenn da nur HD HDR steht, wenn ihr jetzt ein Fire TV benutzt, sonst öffnet einfach eine Netflix-App oder Prime Video-App oder so und macht einen HDR-Inhalt an. Also muss ein Film oder eine Serie sein, wo dann auch oben in den Informationen steht, dass es HDR hat. Ja? Und dann halt auch laufen lassen, solange bis dann bei den Infos steht, dass ein HDR-Signal angezeigt wird. Manchmal bei manchen Fernsehern, also bei dem ist es eigentlich immer relativ schnell da, obwohl es hier unten noch nicht so schnell steht. Ich warte dann trotzdem immer noch ab. Aber, naja, so, dann wieder auf Einstellungen. Intelligenter Modus auch hier aus. Filmmaker-Modus an. Filmmaker-Modus. 16:9. Auch hier wieder ein, weil bei aus seht ihr, dass jetzt so ein bisschen reingezoomt wird. Und was seht ihr denn hier zum Beispiel hier beim I? Das verschwindet komplett. Das O verschwindet zum Teil. Ja, und dadurch, da könnt ihr mal sehen, dass da wirklich Inhalte verloren gehen. Also deswegen das am besten so lassen. Experteneinstellungen. Da haben wir Helligkeit und Kontrast auf 50. Das sind eigentlich die idealen Einstellungen für HDR. Helligkeit 50, Kontrast 50. Weil der Samsung QN95 ziemlich hell ist und ja, für HDR sagt er, dass er HDR den Unterschied zwischen hell und dunklen Bereichen gut darstellen soll und kann. Und das macht der Fernseher auch sehr gut. Deswegen ist es am besten, das hochzuschrauben. Ihr könntet aber auch runterschrauben. Ich hatte es teilweise auch auf 45 die Helligkeit und den Kontrast, glaube ich, auch auf 45. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Sind nur 5 Punkte weniger. Die können aber, wenn euch das Bild zu hell ist, weil manche kriegen ja von, wenn das Bild zu hell ist, Kopfschmerzen oder so, oder denen ist es einfach an sich zu hell, könnt ihr da auch ein bisschen runtergehen. Ich würde aber nicht zu weit runtergehen, weil sonst macht HDR keinen Sinn. Weil wenn ihr zu weit runtergeht, kann HDR nicht das entfalten, wozu HDR eigentlich gedacht ist. Schärfe auf 0. Ja, im Gegensatz... Upala, jetzt habe ich wieder weggeblättert hier. Ja. Sonst habt ihr hier wieder ein Grundrauschen, dann wären auch, weil die Konturen zum Beispiel bei den Buchstaben nachgezogen werden und dann kann das ein bisschen verpixeln. Vielleicht kann ich es euch ja mal zeigen. Ihr guckt da einfach mal die Buchstaben. Wie gesagt, ich habe jetzt nur eine Pause angemacht, damit ich hier kein Content die kriege, weil ich bewegtes Bild zeige. Dadurch ist es ja an sich, weil ich Pause gemacht habe, ein bisschen komisch jetzt das Bild, aber sieht natürlich sonst gut aus. Guckt euch mal hier so die Buchstaben an und dann gehen wir mal hier hoch und dann kann man das vielleicht schon so ein bisschen sehen, dass es so ein bisschen pixeliger wird, ein bisschen sowieso, als wenn sich so ein Schimmer drüber setzt und dass der Rand ein bisschen ausgewaschen aussieht.
wenn wir das jetzt hier wieder zurück machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt vernünftig rüberkommt, aber dass man den hier den Buchstaben wieder vernünftig erkennen kann. Es kann sein, dass die vom Abfilmen eines Bildschirms, damit es bei euch halt nicht so gut rüberkommt. So, Farbe habe ich hier. Josie und Frau sagen, Farbe soll 21 sein oder 25. Ich habe auf 35, weil ich sowieso mehr Farbe mag. Moment, ich habe einen Anruf. So, bin wieder dran. Das war gerade der Gutachter wegen meinem Auto, weil mir ein Baum raufgefallen ist. So ein halber. Und ja, der will das jetzt begutachten wegen Reparatur und so. So, war bei uns ja ziemlich stürmisch. So, wie gesagt, Farbe, sagt Frauchen und Tochter, so 20, maximal 25. Mir persönlich ist das zu wenig. Ich mag es ein bisschen knackiger lieber. Deswegen, hoppala, Mensch, jetzt ist mir die Fernbedienung runtergefallen. So, jetzt zum Beispiel steht hier wieder nur HDR. Müssen wir ein bisschen laufen lassen. Wie gesagt, mir persönlich gefällt das mehr, wenn die Farben ein bisschen knackiger sind. Warum, weshalb, kann ich euch schlecht erklären. Also ich finde es halt schöner irgendwie vom Gesamtbild her. Ach, jetzt haben wir schon wieder HDR. Ultra HD, HD, so. Können wir so mal lassen. Also ich sehe da sowieso nicht durch, was der Fire TV dir manchmal anzeigt. So, dann... Rot-Grün habe ich nicht geändert. Wieder alle Quellen. Dass alle HD-Quellen so eingestellt sind. Also HD, HDR. So, Bildschärfe. Habe ich aus. Muss ich nochmal überprüfen, ob in meiner Liste auch so ist. Bildschärfe-Einstellung aus. Und Benutzereinstellung aus. Wenn, dann halt 10.8. Alles andere aus. Lokales Dimming hoch. Kontrastverbesserung aus. Auch bei HDR habe ich da starke Probleme mit. Vielleicht seht ihr das jetzt. Ich bin jetzt auf aus. Das wäre jetzt gering. Dadurch wird halt ein bisschen mehr Farbe. Seht ihr das? Aber es soll ja hier, das ist ja hier eine Lampe. Hier soll es hell sein. Das soll dunkel sein. Und hier ist auf immer hier auf der Seite viel zu hell. Hier ist mehr Helligkeit. Und auch die Kanten werden dann nachgearbeitet. Und dadurch kann auch Artefakte entstehen. Muss nicht, kann. Das wäre jetzt hoch. Das kann auch sein, dass es dem einen oder anderen gefällt, weil der Glanz jetzt hier ein bisschen besser da ist. Aber bei Bewegungen, bei bewegten Bildern, sieht das meist nicht so gut aus. Obwohl man hier halt die Sicht besser sehen kann. Also so vom ersten Augenblick würde ich auch sagen, ist besser. Aber halt bei bewegten Bild ist es halt nicht so gut. Und es soll ja darstellen, dass der Raum ist dunkel. Wir haben nur hier ein Funzellicht. So, Filmmodus ist hier auch wieder da. Der ist aus. Farbton warm 2, ganz wichtig für Filme und Serien. Ja, warm 1 wäre halt ein bisschen abgeschwächter, aber warm 2 ist halt am besten. Weiß ist nur für Zocken, weil das Zockmaterial so dafür ausgelegt ist. Also die Spiele. Und hier, da seht ihr dann, dass das hier kalt, das Gold sieht gar nicht mehr Gold aus. Hier wird schon ein bisschen golden, mehr golden. Und hier sieht es golden aus und hat so, ja, also ist durch die Lampe, weil die ist ja auch, hat ja so eine normale Birne. Hier sieht alles weißes Licht aus. Da ist das halt so ein viel natürlicher. Weißabgleich habe ich ja auch nichts eingestellt. Da braucht er, wie gesagt, ein Messgerät. Gamma können wir auch hier nichts einstellen. Da machen wir ST.2084. Bin aus Versehen zurückgegangen. So. Dann bei ST20840 Schattendurchzeichnung 1. Farbraum automatisch. Man kann einstellen, aber ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, wenn man den Farbraum einstellt. Dann ist immer entweder zu viel Rot, zu viel Gelb. Ich mache oben schön kräftig die Farben, deswegen habe ich ein bisschen mehr. Das, egal was ich einstellen konnte, macht er,
sah halt nicht so toll aus. Intelligente Kalibrierung, da braucht er auch wieder die App. Da sagen einige im Netz, es funktioniert nicht so toll. Andere sagen, ja, ist toll. Puh. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es nicht probiert. Und Bild zurücksetzen ist Bild zurücksetzen. Ja? Und dann habt ihr hier ein schönes, knackiges Bild. Ich werde mal gucken, dass wir hier noch was mit Grün haben irgendwo im Garten. Die haben ja auch irgendwo im Park gesessen mal. Hier. Das war Telleret. So, hier sehen wir jetzt praktisch die Beeren. Da kommt auch bald Staffel 2. Die roten Haare kommen gut zur Geltung. Ja, wenn ich Pause drücke, geht natürlich einiges verloren. Das Blut ist schön rot. So, seht ihr ja, dass es da... Ja? So. Jetzt wollen wir für Gaming einstellen. Und zwar die... So. Müssen wir dafür erstmal... Das ist ganz wichtig, dass ihr das einstellt, weil der Fernseher hat ja einen Gaming-Modus. So, wir gehen als erstes auf Einstellungen. Und dann geht ihr auf Verbindung, auf den zweiten Punkt, dritten Punkt, Entschuldigung. Und hier habt ihr auch die externe Geräteverwaltung. Da müsst ihr auf jeden Fall Antenna Plus, also HDMI CEC anschalten, damit die Geräte untereinander kommunizieren können. Damit der weiß, der Fernseher, was ist das für ein Gerät, was kann es, weil die übermitteln damit auch Daten. Erweitertes Signal könnt ihr dann auf allen HDMI einschalten, dass es geht. So, Geräteverbindung, Eingabe. Ne, hier, Geräteverbindungsmanager. Ne, wo war denn das? Ah ne, ich bin zu weit. Einstellung für Spielemodus ist dann der vierte Punkt. Also praktisch Verbindung, Einstellung für Spielemodus. Da ist ganz wichtig, jetzt ist er aus. Beim Normalmodus ist der aus. Schwarz, Dynamic. Ja. So, HDR. Hier ist alles ausgegraut, weil der Spielemodus hier ja aus ist. Ja. Aber wenn wir jetzt sagen, Alexa, wechsel zu PlayStation. Müssen wir kurz warten, bis das Bild da ist. So. Das ist jetzt ein bisschen dunkel. Ich nehme mir mal den anderen Controller noch. So, weil das Bild natürlich jetzt im Energiesparmodus war. Und jetzt sind wir praktisch auf HDMI 4. Das ist auch der Standardport eigentlich für Spiele. Auch hier intelligenter Modus aus. Einstellungen. Verbindung. Einstellung für Spielemodus. Spielemodus automatisch. Surround habe ich an. Na gut, jetzt ist gerade die Soundbar aus. Normalerweise ist es leuchtet. Dynamischer Schwarzwert habe ich auf 0. Motion Plus habe ich auch nicht eingestellt. Normalerweise ist es ausgegraut gewesen. Das ist erst mit dem Update jetzt 15.04.8, was ich hier drauf, oder 3.08, was ich habe, was ich vorhin gesagt habe. Ist das jetzt erst so, dass ich das anmachen kann und was einstellen kann. Vorher ist mir das nicht aufgefallen. So, HDR Dynamikumfang. Hier müsst ihr dann halt ausmachen, hier oben. Und für Spiele muss an sein. Die Funktion ist nicht... Achso, ja, ich habe jetzt HDR ausgeschalten wegen den SDR-Einstellungen. Deswegen, der muss aber an sein, der Punkt. Es klingt jetzt doof, dass ihr HDR 10 Plus Gaming ausmachen sollt. Ihr könnt den auch anlassen und HDR für Spiele anmachen. Das geht natürlich auch. Aber dadurch wird es etwas heller und wenn ihr HDR 10 ausmacht und HDR für Spiele anmacht, dann ist HLG an. Nicht HDR 10 Plus, sondern HLG. Es sieht im ersten Augenblick, werdet ihr nachher sehen, etwas dunkler aus, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es macht wirklich was her. So, aber wie gesagt, das müsst ihr anhaben. Ich habe es jetzt nicht an, weil es nicht angeht, weil ich in der PlayStation oder halt könnt ihr auch bei der Xbox machen, unter Einstellungen, Bildschirmvideo, H
HDR aus habe. Moment, meine Mutter ruft an. So, war meine Mutter wegen ihrem neuen Fahrrad. Ich soll den Sattel höher und runter, den Sattel runter und das Lenkrad höher machen. So, wie gesagt, sind wir jetzt beim, da habe ich jetzt HDR aus. Warum ist es aus? Ja, da ohne HDR die Einstellung machen können, logischerweise. Wir gehen mal zurück. So, dann haben wir hier auch das Bild. Ich habe extra das Bild ausgewählt, weil da haben wir ein paar schöne Farben. Damit das... So, wie gesagt, der intelligente Modus wieder aus. Hier können wir nichts machen, ist ausgegraut. Auch Einstellung für die Größe ist ausgegraut. PP sowieso. So, und hier haben wir dann die Helligkeit auf 20. Wartet, ich muss mal hier noch, dass ich mir das aufrufe, was ich dazu aufgeschrieben habe. So. Gaming SDR ohne VRR. So, also optimal wäre die Helligkeit auch hier bei 8 in etwa für SD-Inhalte. Ich habe es mir jetzt etwas heller gemacht auf 20. Ich habe es aber auch schon teilweise auf 30 gehabt, wenn ihr es sehr hell haben wollt. So. Dann den Kontrast auf 35 habe ich. Hoppala. Wie sage ich den auf 35? Der sollte eigentlich auf 32 laut meinem Ding sein hier. 32. So. Die Schärfe 0 kann aber angepasst werden bis 5. Also ist es halt nicht so schön, wenn es zu hoch ist. Ja, das seht ihr jetzt bestimmt ganz schlecht. Ja. Dadurch können auch bestimmte kleinere Sachen, zum Beispiel hier um Finger oder so, Artefakte entstehen oder auch hier in den Wolken. Das ist dann halt nicht so schön. Aber das seht ihr jetzt garantiert über Kamera ganz schlecht. Also 0 wäre optimal. Ja, ich persönlich habe 5. Farbe ist auch laut Frau und Kindern 20. Ich habe es persönlich auf 30. Grün-Rot habe ich auf 0. Alle Quellen ist ausgegraut, auch Bildschirmschärfe ist ausgegraut, weil wir sind ja im Gaming-Modus. Und wir haben ja gesagt, Spiele. Also ist ja der nur dafür. Lokales Dimming haben wir auf hoch. Kontrastverbesserung aus. Auch da gibt es halt beim Gaming-Modus nicht so schöne Effekte. Ihr müsst mal auf den Blau, den Übergang von hell in dieses Blau gucken. Ich bin jetzt, wie gesagt, auf hoch. Ja. Oder hier oben bei den Wolken sieht man vielleicht sogar ein Stück besser. Da gehen dann so ein bisschen Informationen verloren. Sieht dann halt einfach nur aufgehellt aus. Ja, aber hier seht ihr dann zum Beispiel, hier müsst ihr mal hingucken. Seht ihr das hier, den Unterschied? Das macht das alles einfach ein bisschen... Naja, so. Dann Farbton. Hier, im Gegensatz zu Film, wie ich es vorhin ja gesagt habe, Filme warm 2. Spiele, bei Spielen ist es Standard. Weil sonst sieht es nicht schön aus. Ja, weil Spiele ja dafür ausgelegt sind auf Standard. Ja, hier ist dann halt auch ein Gelbstich mit drin, aber das passt halt bei Spielen nicht. Das ist bei Spielen Standard, ist am besten. So, Weißabgleich habe ich hier auch nichts eingestellt. Da braucht man ja wieder ein Gerät für. Hier haben wir dann wieder den BT1886 als Gamma. Na, Tickerchen. Den haben wir dann auf 0 und hier unten auf 2. So, und hier können wir auch 2.2 nehmen. Sieht aber dann nicht so schön aus.
Und BT1886 ist halt der Originale, der empfohlen wird auch. Bei Farbraum habe ich hier nativ, weil alles andere bei Auto zu unerwünschten Farben führt. Ja, Tigerchen, ich sehe dich doch. Ja. Oder benutzerdefiniert könnte man auch machen. Aber guckt euch jetzt zum Beispiel mal hier oben das Hemd von Scott Pilgrim an. Ja, das wird dann von einem schönen saftigen Grün in so ein, ja, so fast ein Tarngrün. Oder bei Monopoly. Hier den Hintergrund müsst ihr hier so gucken. Der Baum, der kommt da schön zur Geltung. Da sieht er ausgewaschen aus. Ja, da gehen halt so ein bisschen so. Oder hier auch beim Grün von der Wiese. Sieht ein bisschen dunkel. Da sieht es ein bisschen schön saftig aus. Also da am besten nativ. So. Das sind die Einstellungen für normales Gaming. Und jetzt wollen wir natürlich HDR auch noch einschalten. Bei der PlayStation gibt es dann zum Beispiel einen kleinen Trick. So. Bild. Wir machen jetzt hier einfach mal HDR nicht auf eingeschalten, wenn unterstützt. Oder? Müssen wir mal gucken. Ich glaube, das Menü seit dem Update ist das auch HDR, oder? So, hier seht ihr, dass es jetzt ein bisschen dunkler geworden ist. Nicht erschrecken, die Farben, also das Weiß ist halt alles ein bisschen abgedunkelt. Aber im Spiel macht sich das bemerkbar. So, wir gucken mal bei Informationen. Ja, das Menü ist HDR. So, vorher war es glaube ich nur 4K, jetzt ist es HDR. Ich habe immer an, wenn unterstützt wird, ist HDR an. Wenn es nicht unterstützt wird, sagt die PlayStation auch, nö, wird nicht unterstützt, kein HDR. So. Da muss ich wieder meine Liste nehmen, weil da ist glaube ich auch wieder was anders. So, und dann auch hier wieder intelligenter Modus aus. Auch hier können wir Spiele und Bildgröße nicht einstellen. Experteneinstellungen. So, und hier macht ihr dann die Helligkeit und den Kontrast auf 5, 50, Entschuldigung. Das ist wichtig, damit ihr auch wirklich HDR richtig ausnutzen könnt. Dann geht ihr bei Schärfe, macht ihr 5. Eigentlich ist Wert 0 halt das Ideale. Aber ich weiß nicht, irgendwie sieht es persönlich, finde ich es mit 5 ein bisschen besser. So, Farbe, auch da habe ich 30, obwohl die meisten 20 machen. 20 wäre das. Das finde ich ein bisschen blass. Ja. Und wie gesagt, jedes Panel unterscheidet sich nochmal. Bei euch könnte 20 oder 25 schön aussehen. Bei mir finde ich halt 30 besser. Oder wie gesagt, 32, 33, 35 oder so. Das sind halt nur meine Einstellungen. So wie es mir persönlich am besten gefällt. Farbton haben wir hier auch wieder auf 0. Alle Quellen können wir nicht machen. Und auch Bildschärfe einstellen können wir nicht machen. Ist ausgegraut. So, dann haben wir lokales Dimming. Hoch. Ja, da seht ihr den Unterschied. Gering, Standard, hoch. Also von Standard zu hoch sieht man jetzt in dem Augenblick nicht so einen großen Unterschied. Im Gaming sieht man es, also wenn ihr ein Spiel spielt, sieht man es dann ganz deutlich. Dann Kontrastverbesserung auch hier aus. Damit habe ich, wie gesagt, in gar keinem Modus eine gute Erfahrung gemacht. Ja, machte zwar hier alles noch mal ein bisschen heller, aber weil durch dieses HEG wird es automatisch etwas, sieht es etwas dunkler aus als ohne HEG, wenn man HDR 10 nimmt. Aber glaubt mir, beim Gaming sieht es halt besser aus. So, Farbton Standard. Das ist auch sehr wichtig. Weißabgleich habe ich nicht gemacht, weil wie gesagt, da braucht man ein Gerät dafür. Hier haben wir Gamma ST2048 und wir können nicht zu HLG wechseln, komischerweise, aber es ist HLG an. Dann auf 0 und auf 1,
bei Schattendurchzeichnung und hier unten bei Farbraum wieder nativ. Damit habt ihr eigentlich das beste Bild. So, dann zusätzlich, wenn ihr das alles eingestellt habt, kann auch sein, dass er bei euch ein bisschen dunkler aussieht und was weiß ich. So, geht ihr auf Einstellungen, also hier oben auf dem Zahnrad, dann geht ihr auf Bildschirm und Video, dann geht ihr auf HDR anpassen. Also ihr müsst auch hier gucken, dass alles an ist bei euch, weil der Fernseher unterstützt das. Ihr könnt es auch auf nicht unterstützte Spiele anschalten mit VRA, das ist neu. So, Auflösung. So, Videoausgabe habe ich ja zum Beispiel. Da könnt ihr das mal sehen. Farbton RGB HDR, 60 Hz. HDCP ist aus, logischerweise. Unterstützt 48 bis 120 Hz. So, Ausgabe 120 Hz automatisch. So, und nee, wo war's? Ach, hier unten war's. Also Deep Color automatisch, RGB Bereich begrenzt, Bereich haben wir auf automatisch. Wir können begrenzt oder voll machen. Empfohlen ist aber automatisch und ich habe die automatischen Sachen drin. Dann geht ihr auf HDR anpassen. So, ihr seht jetzt praktisch alles ziemlich hell weiß. So, jetzt ist es gerade hier durchgekommen. Wartet, ich mache nochmal, dass ihr das sehen könnt. So, erst ist es nicht da. Ihr müsst kurz warten. Jetzt hat er die Einstellung vom Fernseher so übernommen, wie wir haben. Und wir können das ruhig noch heller machen. Nee, können wir nicht. Da sehe ich nämlich gar nichts. Seht ihr? Weg. Da. So. Hier kommt, seht ihr, da. Heller, es ist weg. Dunkler. Und es soll ja so sein, dass man es gerade so sieht. Obwohl ich da meistens noch ein Stück heller so mache, weil da, ich kann es gerade noch so erkennen, ich finde es aber so schöner. So, dunkler, hier ist es weg. So, hier sieht man es gerade noch so, aber da mag ich es auch lieber noch eine Stufe höher. So. Und dann habt ihr das alles eingestellt und ihr habt ein schönes Bild. So, wir können hier mal gucken, habe ich hier irgendwas mit HDR gerade? Dann machen wir mal kurz Exoprimal. Das hat HDR. Das hat angezockt, kommt die Tage. Aber natürlich, ihr dürft nicht vergessen, dadurch, dass ich den Bildschirm abfilme mit der Kamera, sieht es bei euch nicht so toll aus, wie es in Wirklichkeit hier am Bildschirm direkt aussieht. Nur mal, dass ihr so ein kleines Beispiel dafür bekommt. Weil Film oder so kann ich euch nicht zeigen. Da ist es mit Zocken jetzt hier am einfachsten, euch das zu zeigen. So. Habe ich Dings eigentlich noch drauf? Horizon ist noch installiert. Ich guck mal. Online-Spiel ist vielleicht nicht so ideal. PS5-Spiele. Na, das ist ab 18, kann ich euch auch nicht zeigen. Da, Horizon habe ich doch noch drauf. Horizon. Dann machen wir Horizon, da haben wir mehr von. Nicht wundern, das wird noch mal dunkel, weil der guckt jetzt wegen den Einstellungen. Die Konsole sagt, was sie kann und was das Spiel kann. Dann startet es ja. Am Anfang ist ja dieses Startbild, was halt auch hinten benutzt wird als Bild von Horizon. Jetzt steht bei mir natürlich hier Burning Shores, weil ich habe ja die Erweiterung. So, wir gehen einfach mal fortfahren. Und das sieht wirklich atemberaubend geil aus. Kann ich euch nur sagen. So.
Ich habe hier natürlich alles schön saftig grün. Ich will euch aber halt mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich auf die Standardwerte runterstelle, was meine Frau und Tochter und so gut gefällt. Ach, Tonmodus ist Spiele. Na, da muss Round wieder rein. So, und hier haben wir dann auch bei Spielemodus. Ja, Surround ist aktiviert, dynamisch. HDR für Spiele. Ja, zack. Das sah ein bisschen grau aus, ist aber angeschalten. Ich weiß nicht, das ist irgendwie seit dem neuen Update so eine Macke, dass es an ist, aber so ein bisschen ausgegraut aussieht. Ich zeige es euch nochmal. Ja, jetzt sieht's gut aus. Naja. Habe ich ab und zu mal auch hier bei Surround, dass es ausgegraut aussieht, aber ist nicht ausgegraut. So. Dann zeige ich euch nochmal, bevor wir hier richtig anfangen. Moment. So, Info. Also der Fernseher sagt mir, ich habe 3840 zu 2160. VRR 60 Hertz. Erweitertes Eingangssignal. HDR, UHD. Ja. Und wenn ich jetzt... Josi, Ruhe jetzt noch. So, Farbe, wie gesagt, 20. Es sieht eindeutig natürlicher aus hier. Es ist grün. Ja. Auch hier, die dunklen Wolken sehen dunkel aus. Der Weg ist der Weg. Aber mir persönlich, mir gefällt es so, mit schön saftigen Farben, gefällt es mir persönlich besser. Aber das ist halt nur mein Empfinden. So, wir können ja mal hier, damit ihr das Feuer seht. Weil hier kann man es am besten, kann ich euch das am besten zeigen. So. Manuell speichern. So, da seht ihr das Feuer. So, wir machen mal so. Dann gehen wir runter auf 20. Ja, das sieht oh okay aus, klar. Grün ist grün. Aber wie gesagt, ich persönlich mag es lieber so, wenn es wirklich richtig schön saftig grün aussieht. Ist halt für mich, sieht es halt für mich schöner aus, muss ich sagen. Ja, wenn ihr die Helligkeit jetzt natürlich hier runter macht, ja, dann wird das ganze Bild halt dunkler. Macht beim HDR-Fernseher und vor allem beim QN95 nicht gerade Sinn. Und Kontrast wird es dann auch ein bisschen abgedunkelt, alles. Sieht dann auch nicht mehr so schön aus. Man kann ein bisschen nach unten gehen, so auf 45, ja. Aber es sieht halt für mich, also ich habe so mal zwischen 45 und 50. Ja. Da sieht es dann wirklich am besten aus. So, wenn wir jetzt hier mal einfach hier mal vorne runter gehen, so, und hier in die Ferne gucken, hier haben wir noch ein bisschen Nebel. Es sieht einfach wirklich atemberaubend geil aus. Auch wenn man hier vorne die Blätter alles sieht. Und Hogwarts sieht auch noch mal so geil aus. Und dann hast du ja noch diese Marmoreffekte und was weiß ich alles. Dass er es mal von nahen sieht. Ich gehe mal langsam rum. Auch hier die Sonneneffekte kommen gut. Das ist ja mit Absicht so, dass man hier denn die Sonne nur sieht und nicht das andere halt nicht mehr so gut, wenn man im richtigen Leben geblendet wird. So, jetzt soll es aber auch dazu gewesen sein. Ich wollte das halt auch mal vorführen. Noch einen kleinen Tipp von mir am Rand.
abends, wenn ihr ein HDR-Bild gucken seht oder einen HDR-Film seht, wenn euch der Fernseher zu hell ist, weil HDR-Inhalte manchmal schon ziemlich hell sein können, dann geht ihr auf Einstellungen, dann geht ihr runter, dann geht ihr also auf den Schraubenschlüssel und dann geht ihr auf Ein-Aus Energiesparen. Also Energiesparen würde ich, das ist, wo ist denn das? Helligkeit, hier Helligkeit verringern, das auf keinen Fall anmachen. Keinen Fall, weil dann wird alles abgedunkelt. Damit spart ihr aber Energie. Aber ist Quatsch. Und abends könnt ihr das anmachen. Natürlich, die Helligkeit muss unter dem sein, was eingestellt ist. Da mache ich mir dann immer 40 rein. So. Das heißt, die Mindesthelligkeit, die abends erreicht werden kann, ist 40. Ja, also denn bei 50, wenn es stockdunkel hier ist und man auf der Couch liegt und man guckt einen Film oder eine Serie, die hell ist, dann ist 50 wirklich hell, richtig hell. Ja, da kriege ich manchmal abends Kopfschmerzen. Deswegen 40 sind 10 Punkte drunter, macht viel aus. Oder 45 sind 5 Punkte drunter, macht, es klingt jetzt nicht viel, aber es macht viel aus, wenn man abends was gucken will und eben das vielleicht zu hell ist. Aber versucht es erstmal ohne, nur falls es zu hell sein sollte, empfehle ich euch das einzustellen. Und Finger weg vom intelligenten Modus, der taugt nichts. Ja, jetzt seht ihr ja das Bildchen. Also ich bin begeistert, sieht geil aus, hat einen schönen, der Fernseher ist toll. Die Einstellungen jetzt sind ein bisschen anders als die ersten, die ich hatte, weil jetzt konnte man das noch ein bisschen mehr einstellen. Bei dem neuen ab 14:30 war es, glaube ich. Also Version 14:30. Ja, aber es sieht wirklich richtig schön aus. Farben sind kräftig. Wie gesagt, das sind meine Einstellungen, wie es mir persönlich gefällt. Es kann sein, dass es euch ganz anders gefällt. Also probiert da ein bisschen rum. Mich würde interessieren, wie habt ihr euren eingestellt? Postet das gerne in die Kommentare. Wenn ihr das eingestellt habt wie ich, postet mir auch mal gerne euer Feedback, wie euch das gefällt, das Bild. Und ob ihr es angepasst habt und wenn ja, wie ihr es angepasst habt. Das würde mich dann halt sehr interessieren. So, wie gesagt, ich werde gucken, dass ich die ganzen Einstellungen und so, dass ich die noch in schriftlicher Form, habe ich es ja aufgeschrieben, in die Beschreibung poste oder halt einen Download-Link mache mit euch, für euch, wo eine Textdatei drin ist, wo die Einstellungen niedergeschrieben sind. Das weiß ich noch nicht, wie ich es schaffe, weil ich weiß nicht, wie viel Zeichen das sind, weil du hast ja bei YouTube nicht so viele Zeichen zur Auswahl. Müssen wir mal gucken. So. Dann verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, natürlich in die Kommentare posten. Und dann würde ich mich jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Video. Angezockt oder Livestream. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.